Ja, geschätzte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dem Informationsanlass zu Frontex. Mein Name ist Adrian Derungs, ich bin Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz. Danke vielmals, dass ihr euch Zeit nehmt, die Stunde, die wir heute hier investieren. Und zwar ist das wirklich ein Informationsanlass. Das ist für einen nicht ein politischer Schlagabtausch. Das heisst, es geht heute nicht darum, was spricht jetzt für oder gegen Frontex. Wir stimmen am 15. Mai ja darüber ab. Die OZ hat auch zwar die Parole beschlossen, das heisst, wir unterstützen das Geschäft. Aber wir haben auch gemerkt, es ist sehr eine schwierige Vorlage und wir wollen eben heute nicht politisch in dem Sinn diskutieren, sondern wir wollen eigentlich mal hinschauen, ja, was ist überhaupt Frontex, was ist das für eine Institution und was bedeutet das für die Schweiz, wie sind wir da involviert, was hat das allenfalls auch mit Europa, mit Schengen zu tun, mit dem Tourismus, weil es ist eine wichtige Vorlage für die Zentralschweiz, die doch auch sehr vom Tourismus abhängig ist, oder eben auch, wie sieht überhaupt die Zusammenarbeit mit den Polizeien aus. Und da haben wir heute drei Top-Experten da bei uns und es freut mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben für heute und ich bin gespannt auf Ihre Inputs, die wir heute da werden haben. Ja, das ist von meiner Seite gerade mal als erstes zur Begrüßung. Ich gebe das Wort an Yves Spüler, der uns weiter durch die nächsten Minuten wird leiten. Genau, ich gehe noch ganz kurz den Ablauf durch. Ich bin im ersten Schritt der Herr Marco Benz, Vizedirektor vom Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit. Dort auch Chef Grundlagen, wo Fragen beantwortet, wie was Frontex ist und wie sich die Schweiz dort engagiert. Im zweiten Block ist der Herr Fabian Hunold. Er ist Chef Sektion Justiz und Inneres in der Abteilung Europa vom Staatssekretariat EDA. Er sagt uns, was das Schengen-Abkommen ist und was das für die Schweiz bedeutet. Und im dritten Teil ist der Herr Oberst Damian Meyer, der Kommandant ist bei der Kantonspolizei Schweiz. Und er führt uns ein bisschen ein in die Praxis von der eben angetönten grenzüberschreitenden Polizeiarbeit. Und ganz am Schluss gibt es einen Anteil und das ist die Fragerunde. Und für die Fragerunde gebe ich noch einen kleinen Input. Sie sehen unten rechts das Kreischen. Wenn man dort draufklickt, dann kommt das Dialogfeld auf und dort dürfen wir Ihre Frage eingeben, beim grossen Kreis unten. Das darf man auch schon während dem Referat machen. Und es werden dann alle Ihre Fragen zusammengenommen und am Schluss dann moderiert und gefragt. Wenn Sie jetzt sehen, dass Ihre Frage schon dort steht oder wenn Sie eine Frage haben, wo Sie sehen, das ist jetzt eine, die mich sehr interessiert, können Sie auch auf den Daumen drücken, der dort dann ist. Wenn Sie andere Fragen haben, so technische, wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann wäre ich dann froh, wenn sich gerade neben dem, wo man jetzt gezeigt hat, das ist eine Chat-Funktion, dass man das dort kann stellen. Ja, grüezi miteinander und herzlichen Dank für die Gelegenheit und für die Informationsveranstaltung. Ich würde ganz kurz auf ein paar Begriffe eingehen, die auch der Herr Marco Benz gerade benutzt hat, nämlich von was reden wir eigentlich, wenn wir vom Schengen-Raum, von den Schengen-Strukturen reden und wie bettet sich Frontex in das System ein? Sie sehen da auf dieser Slide, um was geht es eigentlich bei Schengen? Wir reden da meistens auch in Verbindung mit Schengen zu Dublin. Nicht nur, weil die für die Schweiz rechtlich verknüpft sind, sondern weil es auch sehr, sehr ähnliche Themen sind. Vereinfacht ausgedrückt, Schengen geht darum, dass man Binnengrenzkontrollen in Europa, im Schengen-Raum abgeschafft hat. Das ist ein wesentlicher Schritt war ganz am Anfang von der Schaffung des Binnenmärkts der EU. Das geht zurück in die 80er Jahre. Und als Konsequenz davon, dass man keine Binnengrenzen mehr hat und durch das Sicherheitsrisiken entstehen, weil darum hat man ja früher noch Grenzen kontrolliert von Land zu Land, ist sozusagen die Spiegelseite davon, dass man in Polizei- und Justizkooperation investiert, in die Kontrolle von der Schengen-Aussengrenze investiert und gemeinsame Regeln festlegt, wie dann Drittstaatsangehörige überhaupt in den Schengen-Raum reinkommen. Da wären wir beim Schengen-Visum. Der Schengen-Raum auf der nächsten Slide er zeigt eigentlich sehr schön, was die Schweiz dort für eine Rolle spielt. Die Schweiz ist blau, weil sie ein Schengen-Mitglied ist. Und das ist auch schon vielleicht der wichtigste Punkt, um zu verstehen, was Schengen für die Schweiz bedeutet im Verhältnis zur Europäischen Union. Wir haben eben nicht ein bilaterales Abkommen in dem Bereich, wo
einen spezifischen Themenbereich regelt, sondern wir haben eigentlich eine Clubmitgliedschaft in dem Club der Schengen-Staaten. Ein Club im Club, aber um das noch etwas komplizierter zu machen, sind nicht alle Staaten, die im übergeordneten Club sind, auch im Schengen-Club dabei. Sie sehen die grün eingefärbten Länder, die EU-Mitgliedstaaten sind, aber nicht im Schengen-Raum teilnehmen. Sprich, es gibt dort Binnengrenzkontrollen und sie haben zwar teilweise Zugang zu Schengen-Instrumenten, sind aber nicht in dem Schengen-Club dabei. Auf der nächsten Slide kommen wir ein bisschen dazu, was das genau bedeutet. Ich habe erwähnt, eine Vertiefung von der Polizei- und Justizkooperation, das Schengen-Visa, die Binnengrenzen, die abgeschafft worden sind, sozusagen als Ursache von dieser Zusammenarbeit und wo dann letztlich zu einem Bedarf von der Kontrolle von der Außengrenzen führt. Da kommen aber auch noch weitere Bereiche drin, wie zum Beispiel die Rückkehr. Wir haben es beim Herrn Benz gehört, dass die Rückkehr ebenfalls ein Teil ist von der Aktivität von Frontex. Die Rückkehr ist somit auch ein Teil von der Schengen-Zusammenarbeit. Und dort sind wir schon in einem wichtigen Bereich, wo vielfach vergessen geht. Schengen regelt halt im Großen und Ganzen auch die Migration im weitesten Sinn, oder vom Visum über die Rückkehrung von Personen, die nicht aufenthaltsberechtigt sind im Schengen-Raum. Das Ganze geht in ein übergeordnetes Ziel hinein, das ist die Schaffung vom gemeinsamen Raum von der Freiheit, von der Sicherheit und vom Recht, wo Schengen nur ein Teil davon ist. Das sehen wir dann auf der nächsten Slide, aber einen ganz essentiellen Teil. Da sehen Sie die Instrumente von dem gemeinsamen Raum von der Sicherheit und vom Recht und von der Reisefreiheit. Interessanterweise ist eben nicht alles, was dazu gehört, Schengen. Schengen ist eine multilaterale Angelegenheit, die erst spät in die EU integriert worden ist. In den 80er Jahren sind das nur Benelux-Staaten, Deutschland und Frankreich gewesen. Und nach und nach ist das zu einem Rechtsbereich geworden von der EU. Das heisst, es gibt eigentlich kein eigentliches Schengen-Abkommen mehr. Es gibt Rechtsakte von der EU, wo ein Post-it drauf haben, das betrifft eine Weiterentwicklung vom Schengen-Besitzstand. Und darum sind auch in den EU-Rechtsakten, wo Schengen relevant sind, ist in der Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein, unsere mitassoziierten Staaten, namentlich aufgeführt, dass das uns betrifft als Schengen-assoziierte Staaten. Es heisst aber auch, dass wenn in einem Schengen-relevanten Rechtsakt von Mitgliedstaaten geredet ist, dass dort die Schweiz Mitglied ist, aber zum Beispiel Kroatien nicht. Also es ist ein Beispiel wie auch die Währungsunion, wo eine ungleiche Integrationsgeschwindigkeit von dem europäischen Raum widerspiegelt. Und das hat auch zur Folge, dass andere Instrumente, wie zum Beispiel, Sie sehen dort Eurojust, die Agentur für Justizkooperation, Europol, Polizeikooperationsbehörde, die sind eben nicht Schengen-relevant. Dort hat die Schweiz wieder separate Kooperationsabkommen, um ein ganzheitliches Mitwirken zu ermöglichen. Ebenfalls sehen Sie auf dieser Slide, dass unter den Instrumenten, abgesehen von Frontex, sind alles IT-Systeme und Datenbanken erwähnt. Und das ist heutzutage eigentlich der grosse, unsichtbare Teil von der Schengen-Kooperation. Wir sehen das auf der nächsten Slide ein bisschen im Detail. Wir haben das Schengen-Informationssystem, sogenannte SIS, das ganz, ganz zentral ist für die Polizeikooperation. Sie werden vom Herrn Meyer mehr dazu hören. Es gibt aber auch das Visa-Informationssystem, wo gemeinsam basierend auf die Visa ausgestellt werden, auf der ganzen Welt, durch alle Schengen-Staaten gemeinsam. Und ganz neue Entwicklungen betreffen ETIAS. Das ist vergleichbar mit dem amerikanischen ESTA, wo man muss ausführen muss, um die USA, in die USA einzureisen, auch wenn man visabefreit ist. Und das EES, ganz unten in dem Baum, das Entry-Exit-System, wo soll Personen, die in den Schengen-Raum hineinkommen, automatisch erfassen, dass man weiß, wer wo zu welchem Zeitpunkt sich im Schengen-Raum aufhält oder eben nicht mehr. Das führt eigentlich auch schon dazu, wie sich die Schengen-Kooperation von der Schweiz wesentlich unterscheidet von den anderen bilateralen Abkommen.
Es ist ganz essentiell, dass im Schengen-Raum die gleichen Regeln zum gleichen Zeitpunkt gelten. Sie können sich vorstellen, das Entry-Exit-System, wenn das von einem Schengen-Staat nicht angewendet wird, kollabiert das ganze System, weil man möchte ja wissen, wer sich im Schengen-Raum aufhält. Das heisst, es ist nicht etwas, wo man auf einzelne Staaten warten kann. Es ist etwas, wo live geht und ab dem Zeitpunkt überall muss einheitliche funktionieren. Das Gleiche betrifft natürlich das Visa-Informationssystem, das SIS und alle anderen IT-Systeme, aber auch zum Beispiel die Regeln im Umgang mit Binnengrenzkontrollen. Das führt dann zu den Besonderheiten von der Schweizer Assoziierung. Auf der nächsten Slide, wo ebenfalls Dublin betreffen, aber wir können das überspringen. Und da wären wir bei der Art von der Übernahme von Rechtsentwicklung. Ich habe es schon erwähnt, die Schweiz ist ein Mitgliedstaat bei Schengen. Das heisst, wir sind dabei, wenn neue Schengen-relevante Rechtsakte entworfen und verhandelt werden. Sie sehen dort eine EU-Flagge zusammen mit den vier assoziierten Staaten. Das ist schlicht und einfach, weil die Slide nicht genug gross ist. Aber eigentlich ist es irreführend, weil dort sollte nicht die EU-Flagge sein, sondern 27 nationale Flaggen von den 27 EU-Mitgliedstaaten. Es sind 31 Staaten, die am Tisch sitzen, die neue Rechtsvorschläge von der Kommission prüfen, verhandeln, anpassen nach ihren jeweiligen nationalen Interessen, aber auch mit Blick auf das Funktionieren vom Schengen-Raum als gemeinsamen Raum. Und die Schweiz steht gleichberechtigt mit am Tisch. Sie kann nicht abstimmen, was nicht so zentral ist. Im Endeffekt wird die meisten Sachen im Konsens beschlossen werden. Jetzt der grosse Unterschied ist, die Schweiz ist nicht ein EU-Mitglied. Das heisst, wenn so ein EU-Rechtsakt in Kraft tritt, heisst das grundsätzlich noch nichts für die Schweiz. Sie haben vom Herrn Marco Benz gehört, dass uns die Frontex-Verordnung notifiziert worden ist. Was heisst das genau? Die EU teilt uns mit, dass jetzt so ein EU-Rechtsakt neu gilt, dass er Schengen-relevant ist und dass wir, da wir uns im Schengen-Assoziierungsabkommen verpflichtet haben, alle Regeln zeitnah zu übernehmen, bitte sollen mitteilen, ob das immer noch der Fall ist. Das heisst, der Bundesrat hat eigentlich 30 Tage Zeit, das ist eine sehr, sehr kurze Frist, um der EU einen Brief zurückzuschreiben und zu sagen, wir sind grundsätzlich bereit, das anzunehmen. Aber natürlich unter Vorbehalt vom nationalen Genehmigungsverfahren. Also wie in einem Schweizer Gesetz oder bei einer Gesetzesanpassung spielen genau die gleichen nationalen Genehmigungsverfahren auch im Schengen-Recht. Wir haben bis zum heutigen Tag 370 plus minus Weiterentwicklungen notifiziert bekommen. Die sind zu einem sehr, sehr grossen Teil technischer Natur auf Verordnungsebene, wo der Bundesrat die eigene Kompetenz kann beschliessen kann, dass er das möchte übernehmen oder anwenden. Rund 15% sind dann grössere Brocken, wie zum Beispiel die Reform von der Frontex-Verordnung, aber auch wenn zum Beispiel das SIS oder die ETIAS oder EES, die bereits erwähnten Instrumente, angepasst werden. Dann kommt das ins Parlament. Der Bundesrat erarbeitet eine Botschaft. Das Parlament muss darüber entscheiden, ob sie dem möchten zustimmen oder nicht. Und, falls das Referendum ergriffen wird, kommt es zu einer Volksabstimmung, wie wir das am 15. Mai vor uns haben. Das ist das dritte Mal, wo so etwas passiert, bei 370 Weiterentwicklungen. Bisher sind die Abstimmungen immer für den Verbleib im Schengen-Raum ausgefallen und für die Übernahme von dieser Schengen-Weiterentwicklung. Was uns jetzt vielleicht nochmal ganz schnell zurück, was unser Leben in der Verwaltung interessant macht, ist, dass wir eine Frist haben, die Übernahme zu notifizieren. Und das ist eine Frist von 2 Jahren. Das heisst, das ist die Absicherung von allen anderen Schengen-Mitgliedstaaten, dass die Schweiz eben nicht so tut, wie wenn sie etwas möchte übernehmen und dann 10 Jahre darauf wartet und durch das den Schengen-Raum blockiert, sondern nach 2 Jahren kann man sozusagen zurück auf die Schweiz kommen und sagen, Moment, wenn ihr das nicht mitmacht, dann gefährdet ihr die einheitlichen Regeln im Schengen-Raum und wir müssen mal über eure Schengen-Mitgliedschaft reden. Das ist selbstverständlich auch der Fall, wenn das Volk oder das Parlament oder der Bundesrat, wo auch immer in dem Prozess, Nein sagt zu einer Schengen-Weiterentwicklung.
Das sehen wir auf der vorletzten Slide. Im Schengen-Assoziierungsabkommen, das die Schweiz 2005 verhandelt hat und beziehungsweise 2008 in Kraft getreten ist, ist für den Fall ein Behandlungsverfahren vorgesehen. Das entspricht wieder der gleichen Logik. Der Schengen-Raum funktioniert nur, wenn alle die gleichen Regeln zur gleichen Zeit anwenden. Ergo, wenn jemand sich entscheidet, etwas nicht anzuwenden, muss sein Verbleib in dem Club debattiert werden. Das Beendigungsverfahren hat sehr, sehr kurze Fristen. Ab dem Zeitpunkt, wo die Schweiz der EU notifiziert, dass sie eine Schengen-Weiterentwicklung nicht möchte übernehmen, dauert es gemäss Abkommen 6 Monate, bis die Schengen-Assoziierung beendet ist. Vorne gibt es sozusagen eine Rettungsfrist. Während 90 Tagen tagt ein gemischter Ausschuss, wo sämtliche EU-Mitgliedstaaten, die Kommission und die Schweiz dabei sind. Und die können sich auf eine alternative Lösung einigen, um das Kind nicht mit dem Bad auszuschütten, vereinfacht ausgedrückt. Das ist allerdings in einer sehr kurzen Frist nötig. Natürlich unter unbekannten Auflagen, weil das wird dann im gemischten Ausschuss definiert. Und vor allem ist das auch ein einstimmiger Beschluss. Das heisst, die Schweiz muss sich dort finden mit 27 EU-Mitgliedstaaten und der Kommission. Dann wären wir bei der letzten Slide. Was ist denn die Bedeutung für die Schweiz? Beziehungsweise, was büßt die Schweiz ein, wenn sie aus dem Schengen-Raum ausscheiden oder gar nicht dabei wäre? Der Bundesrat hat 2018 einen Schengen-Bericht publiziert, wo Modellrechnungen angestellt worden sind, was die volkswirtschaftlichen Konsequenzen wären. Die sind sicher jetzt nicht mehr aktuell, 4 Jahre später, aber grundsätzlich noch gültig. Man geht da von relativ gravierenden Einbrüchen im Bruttosozialprodukt aus. Und das hat sehr, sehr praktische Gründe. Angefangen beim flüssigen Grenzverkehr. Wir haben 2,1 Millionen Personen, die täglich Grenzen überqueren. Man kann sich vorstellen, wie Basel, wie Genf, wie das Tessin an den Grenzen aussieht, wenn plötzlich wieder systematische Kontrollen müssten eingeführt werden durch Nachbarstaaten. Das hat grosse Auswirkungen darauf, wie man Personal rekrutiert, die 300'000 Grenzgänger, die in der Schweiz arbeiten und teilweise auch systemrelevant sind für ganze Branchen, hätten viel, viel höhere Auflagen, um zu ihrem Arbeitsort kommen zu können. Dann gibt es aber auch sehr viele qualitative Bereiche, die man kaum quantifizieren kann. Sie sehen die vielleicht eindrücklichste Zahl von 300'000 Abfragen im Schengener Informationssystem. Das ist eine Zahl, die regelmäßig für Nachfragen sorgt, aber es sind tatsächlich 300'000 Abfragen pro Tag, wo die Schweizer Strafverfolgungsbehörden eingeben oder abrufen. Und das ist einfach ein schönes Beispiel für, wie essentiell die Schengen-Kooperation mittlerweile einfach auch für die innere Sicherheit von der Schweiz geworden ist. Und ganz zum Schluss, Schengen-Visa haben einen grossen Einfluss für die Schweiz als Tourismusstandort. Aber nicht nur. Man muss sich vorstellen, dass auch zum Beispiel ein Inder, der ein Visum bucht für den Schengen-Raum, der in der Schweiz arbeiten würde, als Drittstaatsangehörige, könnte nicht mehr nach Deutschland reisen übers Wochenende, ohne ein Schengen-Visa müssen beantragen. Das heisst, unser Leben würde ganz grundsätzlich sehr viel komplizierter. Das wären meine Ausführungen und ich freue mich sehr auf Ihre Fragen. Danke vielmals, Herr Runald, auch an Ihnen für diese Ausführungen. Es sind auf jeden Fall 2 Fragen eingegangen, also weiterhin nutzen die Möglichkeit. Wir sind jetzt vom BATSG über das EDA, also auf der Bundesebene gewesen. Wir gehen jetzt in schöne Kanton Schweiz und schauen mal, was jetzt das konkret heisst, wie die Polizei mit diesen Grundlagen umgeht, wie das in der täglichen Arbeit aussieht. Ich gebe das Wort sehr gerne an Damian Meyer, am Oberst Damian Meyer, ist Kommandant für die Kantonspolizei Schweiz. Ja. Danke vielmals, Herr Direktor, geschätzter Herr Dierungs. Ich hoffe, Sie hören und sehen mich einigermaßen und sonst bitte ich sofort zu intervenieren.
herzliche Grüße aus dem Kanton Schweiz. Ich schaue gerade Richtung Vierwaldstättersee und grüße Sie alle, die hier virtuell teilnehmen. Ich sehe, wenn ich das richtig sehe, unter den Teilnehmenden auch der eine, die andere aus dem kantonalen Parlament, bis selber 13 Jahre Mitglied vom Luzerner Grossen Rat gewesen. Ich freue mich darum speziell, dass auch Politikerinnen und Politiker hier anwesend sind. Aber ich bin nicht als Politikus hier, sondern als Polizist, nachdem wir jetzt den Zollspezialist gehört haben und anschließend die Sicht vom Diplomat kommt jetzt die polizeiliche Sicht. Wir befinden uns in einer durchaus weitergehen, drängen Sie nur ein bisschen die Irrung, sehr gut, ich habe den Wink verstanden. Wir leben in einer globalen und digitalen Welt. Wir haben keine Grenzkontrolle mehr innerhalb des Schengen-Raums. Das erlaubt uns, dass wir uns frei bewegen können. Die Freiheit schätzen wir und genießen wir alle. Aber auch unsere Gegenseite, wenn man dem polizeilich sagen will, nutzt natürlich die Freiheiten. Auch die Kriminellen nutzen die Möglichkeiten, von Land zu Land zu wechseln. Kriminelle denken nicht mehr territorial, sie denken und handeln grenzüberschreitend. Nächste Folie. Die Schweiz ist keine Insel, eigentlich noch nie gesehen, und sie ist je länger, je weniger eine Insel in Europa und auch auf der ganzen Welt. Sie wird von Kriminellen heimgesucht, nicht zuletzt aufgrund von der attraktiven Lage. Sie ist und bleibt ein sehr spannendes Ziel für Kriminelle aus der ganzen Welt. Das gilt zu verhindern. Der Schlüssel für die Bekämpfung von der Kriminalität, gerade in Europa, ist der Informationsaustausch. Je länger, je mehr sind wir als Polizei auf Informationen angewiesen. Ich bin jetzt seit 14 Jahren bei der Polizei dabei, seit 8 Jahren als Kommandant bei der Kantonspolizei Schweiz. Ich kann sagen, wenn wir keine Informationen mehr haben, sind wir als Polizei komplett blind. Ein entscheidendes Instrument, um an Informationen zu kommen, ist das sogenannte Schengener Informationssystem. Es ist der Schlüssel zum Erfolg in der internationalen Polizeikooperation. Nächste Folie. Schengener Informationssystem, ist seit 2008 in Betrieb. Wir haben es gehört, wir sind assoziiertes Mitglied im Schengen-Raum, haben ebenfalls die Bearbeitungsrechte und machen von diesen Regeln Gebrauch. Auch das haben Sie bereits gehört. Wir haben täglich Tausende von Abfragen und Anfragen im SIS. Allein in der Schweiz werden jährlich rund 25'000 Fahndungstreffer über das SIS registriert. Sie sehen aufgrund von dieser eindrücklichen Zahl, wie wichtig das für uns ist. Nächste Folie bitte. Fahndung mit SIS heisst, wir suchen nach kriminellen Personen, die zur Verhaftung ausgeschrieben sind. Informationen aber auch zu vermissten Personen werden gespeichert. Das ist nicht nur so, dass man den Fokus ausschließlich auf kriminelle Personen gerichtet hat, sondern auch vermisste Personen finden Eingang in das Schengener Informationssystem. Wir haben auch Sachen, die in das SIS eingepflanzt werden, beispielsweise Informationen zu Fahrzeugen oder auch zu Waffen, nach denen gefahndet wird. Weiter führt das System Einreiseverbote und Ausschreibungen zur verdeckten Überwachung auf. Im Jahr 2021 sind beispielsweise bei Kontrollen im SIS über 3'300 Personen, die mit einer Einreisesperre in die Schweiz beleidigt sind, an der Schengen-Aussengrenze angehalten worden. Das ist also in einem grossen Interesse für uns, für die Sicherheit in unserem Land. Nächste Folie. Versuche ich jetzt ein bisschen konkret aufzuzeigen, wie das jetzt ganz aktuell könnte aussehen, meine Mitarbeitenden im Moment unterwegs. Das könnte auch so sein, wie Sie es hier auf dem Bild sehen. Auf der Strecke zwischen Schweiz und Küsnacht, Richtung Zug Luzern, die Autobahnausfahrt in Goldau. Da könnte unter Umständen jetzt genau so eine Kontrolle stattfinden durch meine Polizistinnen und Polizisten. Sie sehen das internationales Fahrzeug, das hier angehalten wird von der Kollegin und der Kollege sichert ab. Und anschließend gibt es vertiefte Abklärungen. Mit wem haben wir es hier zu tun? Wie können wir die vertieften Abklärungen machen? Nächste Folie. Wir haben moderne Mittel, neue, sehr moderne Mittel zur Verfügung. Das sogenannte AFIS-Gerät, das uns per Fingerabdruck erlauben tut, die Identität feststellen. Nächste Folie. Alle unsere Mitarbeitenden sind mit einem Handy ausgerüstet. Über das Handy können wir Autonummern beispielsweise oder auch Identitätskarte direkt einscannen. Das heisst, wir können auf das entsprechende System gehen, an ein Kontrollschild mit der Kamera vom Handy. Das hat jede Polizistin und jeder Polizist mittlerweile. Auch in der Zentralschweiz sind wir sehr gut ausgestattet. Das heisst, wir können eine sofortige Abklärung machen. Wir können bei internationalen Bezug auch die zusätzliche Abklärung machen mit den Fingerabdrücken. Nächste Folie. Sie sehen, was das konkret heisst. Wir nehmen den linke und den rechte Zeigefinger. Die werden durch das mobile Gerät eingescannt und über das Handy können wir ein sofortiges Resultat über. Nächste Folie bitte.
Also ich sehe dann direkt, dass die Fingerabdrücke über das Handy bzw. über das Gerätchen nachher über das Handy abgeglichen werden. Sie sehen hier die Suchanfrage, die nachher über eine geschützte VPN-Leitung direkt zur Abfrage führt aufgrund vom rechten und vom linken Zeigefinger. Und dann sieht man, nächste Folie, aha, ein SIS-Treffer. Und dann stellt sich die Frage, was ist für ein SIS-Treffer? Bei gewissen Sachen sieht man direkt, was die Ausschreibung für einen Inhalt hat. Bei den allermeisten Situationen gibt es anschliessend über Zentralen vom Bundesamt für Polizei, unsere Kolleginnen und Kollegen, vertiefte Abklärungen, was liegt genau vor. Da haben wir jetzt ein echtes Beispiel, wo ich geschwärzt habe, oder versucht habe, geschwärzt zumindest. Sie sehen einfach als Beispiel, Sie müssen es nicht lesen können. Aha, da haben wir jemanden, wo wir tatsächlich festgestellt haben, Missachtung Einreiseverbot, das heisst, die Person, nächste Folie, dürfte sich nicht auf dem Territorium von der Schweiz oder auf dem Kanton Schweiz im konkreten Fall, wo wir das festgestellt haben, befinden. Dann gibt es weitere Abklärungen mit der Zentrale von FEDPOL. Was sind die weiteren Massnahmen? Nehmen die Person rein? Ist sie allenfalls auch zusätzlich noch in einem anderen Land ausgeschrieben und so weiter und so fort. Das auch an dem Beispiel wird aufgezeigt, SIS generiert Sicherheit auch bei uns in der Schweiz. Ich zeige Ihnen in der nächsten Folie zwei Beispiele von Erfolg. Wir haben laufend Erfolg, auch wir als mittelgrosser Kanton wie Schweiz haben laufend Erfolg gestützt auf SIS-Treffer. Da gibt es Sachen, die vielleicht nicht ganz so gravierend sind, wo es Mord und Totschlag ging. Sie sehen das Beispiel von einer vermissten Sache. Da ist ein junger Erwachsener, Betonung auf Erwachsenen, bei einem Jugendlichen hat es anders ausgesehen, aber ein junger Erwachsener hat das Fahrzeug von seinen Eltern geklaut, ist spurlos verschwunden. Die Eltern haben bei uns Vermisstenanzeige erstattet. Ermittlungen haben stattgefunden, haben gewisse Anhaltspunkte gegeben, dass der junge Erwachsene allenfalls könnte Richtung Italien unterwegs sein. Was haben wir gemacht? Wir haben sofort das Fahrzeug im SIS ausgeschrieben und dann tatsächlich, nachdem wir das europäisch ausgeschrieben haben, ist die Person bzw. das Fahrzeug in Deutschland auftaucht. Dort hat es auch noch einen geringfügigen Diebstahl gegeben. Die Person, die man dort aufgefasst hat, hat dann nachher eigentlich das Bedürfnis gehabt, dass die Eltern nicht gerade wissen, wo er sich befindet tut. Das ist bei einem Erwachsenen eigentlich weiter kein Problem. Wir haben sofort Mitteilung an die Eltern gegeben, dass es ihm gut geht. Ein paar Monate später ist er noch einmal am Hamburger Hafen in einer Kontrolle unterzogen worden. Alles lückenlos festgestellt über die entsprechenden Treffer. Also Sie sehen, das ist nichts gross gravierend und trotzdem erlaubt uns, dass SIS Personen oder Sachen international können zu verfolgen, falls die berechtigten Personen das entsprechend so eingegeben haben und entsprechende Anzeige gemacht haben. Übrigens einen versöhnlichen Abschluss von dieser Geschichte. Die junge Person, der junge Erwachsene, ist nach 2 Jahren wieder zurück zu seinen Eltern und zur Heimat gekommen. Dasselbe mit Sachgütern. Sie sehen hier ein Beispiel von einem Diebstahl von einem Luxusauto. Also auch das wird rege genutzt und auch hier gehen die entsprechenden Informationen direkt in das SIS in der nächsten Folie. Was heisst jetzt das also, wenn das Frontex-Referendum angenommen würde? Das heisst für uns, wir sind international blind, weil wir an den Anschluss an SIS verlieren tun. SIS, ein System, wo wir 24 Stunden, an 7 Tagen in der Woche, den kompletten Zugriff auf das gemeinsame Fahndungssystem haben, ohne SIS. Wäre die Schweiz nicht mehr Teil von dem gemeinsamen Fahndungssystem. Die Schweizer Polizei wäre mit anderen Worten international gesehen blind und taub. Nächste Folie. Im Moment sind es verschiedene Töpfe auf europäischer Ebene. Gewisse davon sind bereits erwähnt worden, beispielsweise das EES, European Entry Exit System. Entschuldigung. Das hat die Polizei auch bis Ende Jahr Zugriff bekommen, dass wir auch wissen, wer sich in unserem Land befindet. Es gibt ganz einen Haufen Töpfe, wo wir im Moment Zugriff auf den SIS-Topf haben. Aber das wird wir vereinheitlichen auf europäischer Ebene. Nächste Folie. Sie sehen, was die Zukunft wird sein. Interoperabilität, das heisst all die Töpfe, die es gibt auf europäischer Ebene, das Visa-Informationssystem, das European Entry Exit System oder das europäische Reiseinformation- und Genehmigungssystem, ETIAS. Die Töpfe werden in Zukunft zusammengenommen, das heisst, es wird für uns noch zusätzliche wichtige Informationen geben. Nächste Folie. Für uns ist auch wichtig, dass wir, wenn wir eine Kontrolle haben von einer Person mit internationalem Bezug, dass wir so schnell wie möglich wissen, mit wem haben wir es zu tun und geht von dieser Person allenfalls eine Gefahr auf uns aus oder auf unser Gebiet, wo wir dafür zuständig sind, als kantonale oder örtliche Polizei. Das ist möglich mit SIS und wird in Zukunft noch besser möglich sein, aufgrund von diesen Töpfen, die zusammengefasst werden. Zusammengefasst, nächste Folie heisst das für uns,
Die Folgen von einem Ablehnen von dieser Vorlage, von dem Referendum, wo am Schluss eine Mehrheit dafür war, wäre gravierend für die Polizei Schweiz. Wir hätten ganz wichtige Informationen, die für uns ganz entscheidend sind, um die Sicherheit weiterhin können aufrechtzuerhalten. Auf unserem Gebiet hätten wir nicht mehr. Wir verlieren ganz entscheidende Informationen. Das zeigt auch ein kleines Beispiel, wenn man auf die Zahlen schaut. Derzeit hat die Schweiz beispielsweise über 1 Million Personen und Sachfahndungen im SIS gespeichert und hat Zugriff auf über 90 Millionen Fahndungen von anderen Schengen-Staaten. Und wenn man das ein bisschen ummünzen tut, was aktuell jeweils passiert bei den Polizeien, so ist auch das Bild sehr eindrücklich. Die Schweizer Sicherheitsbehörden erzielen alle 20 bis 30 Minuten einen Treffer bei Abfragen im SIS. Das alles wäre nicht mehr möglich, wenn wir den Zugriff zu SIS nicht mehr hätten. Ein paar Beispiele zum Abschluss, was das für uns heisst und ein paar konkrete Beispiele, wo wir erfolgreich waren. Sie sehen das erste Beispiel, das Beispiel, wo das Bundesamt für Polizei via ihren Twitter-Account auch publik gemacht hat. Da ist ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt worden an einer Tankstelle in der Nähe von Paris. Man hat dann den Polizisten sofort reagiert, hat das Kennzeichen eingegeben, Schweizer Kontrollschild. Man hat gesehen, dass das Auto einige Stunden vorher im SIS eingetragen worden ist, weil es im Kanton Obwalden, also bei uns in der Zentralschweiz, gestohlen worden ist aufgrund von einem Einbruchdiebstahl. Sie sehen, das System funktioniert und generiert, und das ist das rechte Beispiel, zahlreiche Treffer. Nächste Folie. Auch hier ein paar Beispiele. Wir können Hunderte und Tausende solche Beispiele aufzeigen, damit Sie sehen, wie wichtig das System ist, damit wie wichtig das für uns ist, dass wir wissen, mit wem wir zu tun haben, mit internationalem Bezug. Ein paar Beispiele, die Sie vielleicht auch im Nachgang in aller Ruhe können, durchlesen können. Das ist nicht einfach irgendwo etwas Erfundenes, sondern Sie sehen aufgrund von diesen konkreten Beispielen, wie essentiell und entscheidend der SIS-Zugriff für uns ist. Ja, das ist von meiner Seite gesehen. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit, und wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich selbstverständlich auch zur Verfügung. Danke vielmals. Danke vielmals, Damian Meyer, für die Ausführungen, für den Spot auf Praxis, wie die Polizeiarbeit sich eben wird verändern. Auch danke für die klare Haltung. Jetzt gebe ich das Wort gerne, also ich sage mal noch allen Referenten zuerst ein grosses Dankeschön. Sie werden noch etwas per Post, etwas Kleines bekommen, weil das ja auf digitalen Wegen schwierig ist. Ich gebe aber jetzt gerne das Wort noch weiter an Yves Spühler. Wir sind von der Zeit her, jetzt haben wir schon eine Punktlandung, aber die Zeit nehmen wir uns noch, um zu schauen, für die Fragen, dass wir die beantworten können. Yves, stage is yours. Genau, dann übernehme ich das auch gerne. Wir haben 3 spannende Fragen bekommen. Und der erste gerade vom Luzerner Kantonsrat Thomas Scherli, am besten noch Herr Benz. Warum ist eigentlich eine Agentur und nicht eine Grenzschutzpolizei? Ja, ich versuche das ganz, ganz kurz zu beantworten. Einerseits, eben, ich habe schon erwähnt, die gemeinsame Verantwortung. Und die Hauptverantwortung, die ist bei den Mitgliedstaaten. Also es gibt in dem Sinn keine EU-Grenzschutzpolizei, sondern die Verantwortung für den Grenzschutz, die liegt beim Mitgliedstaat. Und die Idee von diesen Agenturen ist eben genau, dass man die Mitgliedstaaten beim Vollzug von diesen Aufgaben tut unterstützen. Und darum ist sie in dem Sinn nicht eine eigene Grenzschutzpolizei, sondern eben eine Agentur, die die Mitgliedstaaten tut unterstützen. Sehr spannend. Ja, weil das ist auch das Wort, oder? Wenn man von Agenturen, dann denkt man da irgendwie zuerst an Grafik oder so. Genau, aber danke mal für die Information. Ich habe gesehen, die zweite Frage geht an Herrn Hunold. Da fragt jemand, der sagt, warum die Schweiz nicht mit abstimmen kann, wenn sie ja Teil oder Mitglied ist in einem Schengen-System. Jetzt könnte man bösartig sagen, wer auch immer das Schengen-Assoziierungsabkommen verhandelt hat, hat einfach schlecht verhandelt. Aber es ist natürlich ein bisschen komplizierter als das. Es ist grundsätzlich, es geht um EU-Recht. Und das ist die Limite, dass die EU lässt zu, damit man mitverhandelt, damit man mitgestalten kann. Und das ist sozusagen die Konzession dafür, dass wir die Sachen dann auch übernehmen grundsätzlich, beziehungsweise einen Preis zahlen, wenn wir sie nicht übernehmen. Es wäre aber ausgeschlossen, dass die EU uns ein formelles Stimmrecht gibt,
bei EU-Rechtsakt wird auch die Schweiz nicht jemand anders wird formell reinreden lassen, wenn es um nationale Gesetzgebungen gibt. Aber unser Vorteil, den wir haben, ist, die Verhandlungen sind sehr, sehr lang und die werden normalerweise, wie erwähnt, wirklich auch im Konsens beendet. Das heisst, wir könnten uns zwar nicht dagegen stellen mit letzter Konsequenz, haben aber lange Zeit zum Einfluss nehmen. Sehr gut, das ist auch eine sehr spannende Antwort, die ein bisschen noch mehr dahinter ist. Dann haben wir noch eine dritte Frage bekommen von Roberto Colonello. Und zwar, wie eigentlich so ein Frontex-Einsatz organisiert wird. Das heisst, sind die immer auf Gesuch von einer betroffenen Außengrenzstaaten oder wer entscheidet über das Ausmaß von so einem Einsatz? Ja, die Frage die kann ich gerne beantworten. Also es ist ja so, der Mitgliedstaat entscheidet, ob er die Unterstützung von der Agentur in Anspruch nehmen will oder nicht. Und das läuft dann auch so, dass sie dort die Bedürfnisse an die Agentur meldet und die Agentur tut nachher bei den Mitgliedstaaten die Abfrage machen oder die Aufforderung auch machen, entsprechende Leute zu bezeichnen, die dann können entsendet werden. Selbstverständlich ist es bei uns so, dass je nach Lage, also wenn wir sehen, dass wir selber keine Möglichkeiten, keine Ressourcen haben, um solche Leute in Einsatz zu schicken, immer die Möglichkeit hätten, zu sagen, geht im Moment nicht. Aber das kommt in der Regel selten vor, da wir eben extra so eine Reserve geschaffen haben, wo man dann könnte zur Verfügung stellen, wenn effektiv der Bedarf von so einem Einsatz würde bestehen. Genau, Sie haben ja die Ukraine-Krise angesprochen, dass es dort im Moment so einen Einsatz gibt. Wie kann man sich dort kurz ein paar Worte vorstellen? Was macht Frontex jetzt im Moment gerade dort an den Grenzen? Also einerseits, also insgesamt sind, denn sie mir jetzt nicht behaften, wegen der Anzahl, aber ich glaube, eine Anzahl an 270 Mitarbeitenden von Frontex, die dort in der Region, also in der Krisenregion im Einsatz sind, oder? Und da geht es ja vor allem darum, die Mitgliedstaaten bei der Abarbeitung von diesen Gesuchen, die da kommen, also von diesen Einreisenden, zu unterstützen. Und, aber schlussendlich entscheidet tut ja immer der Mitgliedstaat, wird die Person zugelassen oder nicht. Dort hat Frontex eine rein unterstützende Aufgabe. Ja, sehr spannend auch die Aktualität. Würde ich gerne gerade noch eine letzte Frage an Herrn Meier stellen. Und zwar, Sie haben gesagt, eben mit all diesen Systemen können Sie schneller arbeiten, Sie können gezielter arbeiten. Haben Sie Angst bei einem Nein, dass Sie... Oder eine Frage, was passiert bei einem Mai? Müssen Sie sofort Tausende von Leuten einstellen? Oder was sind Ihre Gedanken dazu? Ja, nein, also wir sind einfach blind. Oder? Das ist eine Problematik dahinter, wenn wir den Zugriff zum Schengener Informationssystem nicht haben. Spannend ist ja vielleicht übrigens noch vielleicht eine kleine Bemerkung noch zusätzlich. Also das Schengener Informationssystem bietet uns eigentlich etwas, wo wir in der Schweiz leider so noch nicht haben. Also wir haben ab und zu die Situation, dass wir jemanden kontrollieren können, der einen internationalen Bezug hat und aufgrund des Zugriffs auf das SIS mehr Informationen haben, als bei einer Person aus einem anderen Kanton kommt. Also das heisst, die Bemühungen, dass man die Töpfe zusammennimmt und die Töpfe vereinheitlichen tut auf europäischer Ebene, findet jetzt endlich auch auf Stufe von der Schweiz statt. Und wir sehen einfach im Vergleich, oder? Also wenn wir einen Schweizer kontrollieren tun, bei einer irgendeiner Auffälligkeit, wir haben beispielsweise, ich hatte es gerade das Wochenende, am Freitag einen Einbruchsversuch gehabt, in Ausserschweiz, zwei, die abgesprungen sind, in Flagranti verwischt. Wenn man die abchecken wenn das Schweizer sind, haben wir deutlich größere Probleme, weil wir müssen bei den entsprechenden GORA fragen, bei den entsprechenden Kantonen, wie sie herkommen. Da haben wir einen riesen Vorteil, wenn sie Europäer sind und entsprechend verzeichnet sind, dann sind sie nämlich im SIS-Sinn. Also, Europa ist da uns einen Schritt voraus und hat Informationen über Delinquenten, über Leute aus europäischen Ländern, die wir in der Schweiz im Moment so noch nicht haben. Also das heisst, wir versuchen in der Schweiz in eine ähnliche Richtung zu gehen. Wir versuchen all die Töpfe momentan, jedes einzelne Polizeikorps hat ganzen Haufen Daten aus dem eigenen Kanton. Man versucht, die zusammenzunehmen und versucht, uns etwas zu ermöglichen in der Polizei Schweiz, die wir eigentlich international haben. Also wenn wir das international nicht mehr haben, führt das dazu, dass wir bei Leuten, die wir kontrollieren, die unter Umständen keinen Ausweis auf sich haben,
keine Chance haben, ausfindig zu machen, wo so eine Person herkommt. Beim Schweizer wird es ein einfacher sein, wahrscheinlich, dass wir zu diesen Personalen kommen. Bei einem Ausländer wird es fast unmöglich sein. Und da bietet uns SIS einen grossen Mehrwert. Und wenn man das nicht mehr hat, gerade bei internationalem Bezug, und muss ich ja nicht erzählen, wie gross der Anteil ist, insbesondere bei den Einbruchdiebstählen, gerade auch bei uns in der Ostschweiz, wo eigentlich so ein bisschen unsere Goldküste ist, wo leider viel zu viel eingebrochen wird. Es gibt sehr viele Banden, internationale Banden, meistens aus dem elsässischen Raum, die dann in die Schweiz kommen und dann eine Autobahnausfahrt nach der anderen machen, Nacht für Nacht. Und dort haben wir natürlich bei so Personen, die bereits die allermeisten schon auffällig geworden sind im europäischen Raum, können sie nach der ersten Kontrolle, nach dem ersten Verwischen eigentlich schon dingfest machen und könnten auch entsprechende Delikte in anderen Ländern nachweisen, was sonst ohne Zugriff auf die entsprechenden Informationen nicht möglich wäre. Also ich bleibe dabei, es wäre ein massiver Sicherheitsverlust, wenn wir die Informationen nicht mehr hätten. Wir leben von diesen Informationen. Ja, vielen Dank. Ich meine, jetzt verschiedene Sachen gehört. Aber zuerst mal, was ist Frontex selber? Was hat es mit dem Schengen-Dublin-Abkommen zu tun? Die Praxis gehört von der Sicherheit in der Schweiz. Es war unglaublich spannend. Wir haben eine Stunde sehr, sehr viele Informationen bekommen. Wir sehen, die Abstimmung hat sogar noch mehr Dimensionen. Also freue mich sehr, dass wir die Informationen aus erster Hand bekommen haben. Der negative Teil am Webinar ist, dass es jetzt kein Apero gibt, wo man noch mehr Fragen kann stellen kann. Es geht um Fragen, nicht um das Apero. Ich biete natürlich gerne auch an, und ich nehme an, die Referenten sind einverstanden, falls jetzt noch eine Frage aufkommt, dass wir die per Mail beantworten. Genau, die können Sie das an uns an DIAZ schicken und wir würden das dann weiterleiten und das beantwortet haben. Zu dem Punkt würde ich auch gerade sagen, mit 10 Minuten Verspätung machen wir da jetzt auch Feierabend. Wir bedanken uns nochmal herzlich an die Referenten und natürlich auch am interessierten Publikum, wo auch spannende Fragen gestellt hat. Vielen Dank. Danke auch noch von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund, schöne Ostern. Und es freut uns, wenn es am 15. Mai natürlich gut kommt. Und vor allem, wenn wir uns auch sonst wieder mal sehen, einen Anlass. Haben Sie gut und einen schönen Abend miteinander.